Heute ist ein magischer Tag für Bücher und ich habe euch heute ein ganz magisches Buch mitgebracht. Aber hier irgendwo steht Dauerwerbesendung oder Produktplatzierung. Tut uns auch leid, aber es wird halt so von uns verlangt. Das ist halt, ja, weil wir Werbung machen für dieses Buch und wir haben es noch nicht mal als Rezensionsexemplar bekommen. Ich sage euch aber schon mal, ich fand es ganz großartig. Es hat 8 Punkte von 10 bekommen und das ist damit ein 5-Sterne-Buch. Hinter der Kamera sitzt Sina und hilft mir, falls ich mich hier vergaloppiere oder mit der Technik kämpfe oder wieder was vergesse. Ich habe ihre ganzen Notizen auf dem Schoß liegen und ja, werde sie jetzt nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Ich kann euch nur sagen, dieses Buch, ich musste mir auch von diesem Buch so viel anhören. Und ich wollte nichts davon hören, weil es mich nicht interessiert hat. Aber es war mal egal. Ich musste trotzdem hören. Es geht um das Buch von Jutta Ehmke, Das Wunschbüro der Lilith Faramey. Gewissensbisse garantiert. Und wenn ihr dieses Cover seht, versteht ihr sofort, warum ich dieses Buch unbedingt lesen wollte. Ihr seht dieses Haus hier, da kommt schon aus meinem Fenster eine Palme raus, dann ist da so ein Tentakel und Lilith guckt raus. Ja. Echt jetzt? Ja. Habe ich nie gesehen. Bitte? Ja, wenn man mir nicht glauben will. Das entgeht mir doch sofort. Ich habe mir das nicht richtig angeguckt, muss ich gestehen. Jetzt sehe ich es natürlich auch. Ich hatte auch Palme und so weiter nicht gesehen, aber okay. Ich dachte, das wäre ein bisschen. Also wir wissen jetzt alle, warum ich das Buch lesen muss. Tee. Und ich habe es voller Vergnügen gelesen. Ja, worum geht es? Es geht um eine Djinnah. Wenn ihr nicht wisst, was eine Djinnah ist, ich helfe euch da gerade auf die Sprünge. Ihr wisst alle, was ein Djinn ist. Spätestens seit Aladdin weiß jeder, was ein Djinn ist. Das sind diese Flaschengeister. Ein Genie heißt aber Aladdin. Ja, jetzt ist es aber ein Djinn und eine Djinnah. So, und diese Djinnah lebt nicht mehr in einer Flasche. Nein, auch die haben sich weiterentwickelt. Heutzutage haben sie ein Haus. Und das Besondere, okay, das sage ich euch, das fand ich auch schon kreativ, ist, dass diese Häuser innen viel größer sind, als sie von außen erscheinen und eigentlich schier endlos erweiterbar, wenn die Djinnah oder der Djinn das eben so möchten. Wie die TARDIS. Wie die TARDIS. Oder bei Harry Potter diese Sachen wie das Zelt oder so. Waren die genau, nicht auch? Stimmt. It's bigger on the inside. Stimmt. So, und eines Tages kommt zu der Djinnah ein Junge. Er ist, glaube ich, 13 Jahre alt. Er heißt Rupert und Rupert hat einen Herzenswunsch. Er will, dass sein Onkel stirbt. Er hat irgendwo in der Zeitung eine Annonce gesehen von der Djinnah und er ist jetzt mit diesem Wunsch dahin gekommen. Die Djinnah ist nicht sehr begeistert davon. Sie würde eigentlich gar keine Wünsche erfüllen, aber nach Djinn-Gesetz muss sie das tun, sonst kriegt sie selber eine Strafe. Sie ist ja auch nicht so ganz frei, wie sie sich das wünschen würde. Das kennen wir vom Genie bei Aladdin. Ganz genau. So, aber der hatte minimalen Lebensraum. Das hat sich hier schon mal geändert. So, und ja, die Djinnah ist also nicht besonders begeistert. Sie sagt zu dem Jungen, okay, du weißt, dass es teuer ist, du weißt, dass es eine Strafe mit sich bringt, denn die Wünsche kosten halt was. Also man muss damit rechnen, dass es unangenehm wird. Und ein Djinn ist halt so angelegt, auch die weiblichen, dass sie den Wunsch also gerne ein bisschen so auslegen, dass es für den Menschen nicht gerade bequem wird. Also das bedeutet, man muss sehr vorsichtig sein, was man sich wünscht, weil sie jedes kleine Schlupfloch finden, durch das sie dann schlüpfen können. Ja, der Junge sagt, das ist mir alles bewusst, mein ganzes Erspartes und so weiter und so fort. Kannst du alles haben und auch eine Strafe nehme ich auf mich, ich will den nur loswerden. Die Djinnah sagt, okay, ich muss jetzt erstmal prüfen, ob du das wirklich ernst meinst und so weiter. Was hältst du davon, wenn du jetzt erstmal eine Zeit lang als Butler für mich arbeitest? Und das tut er. Dabei kommt er natürlich auch auf ein paar Geheimnisse, die Djinnah hat. Ich möchte euch jetzt auch gar nicht mehr verraten. Ich kann euch nur sagen, dass es wirklich ein ganz, ganz tolles Kinderbuch ist. Es hat mir riesig Spaß gemacht, das zu lesen. Es gibt dann auch noch einen Dämonen, einen Samir, den werdet ihr dann auch kennenlernen, der erzählt auch die Geschichte. Und ich mag das einfach. Ich mag die ganzen Charaktere, ob es die Djinnah ist mit ihren Geheimnissen, ob es Samir ist, der ja
ein Dämon halt ist, was erzähle ich euch? Ihr wisst selber, wie Dämonen sind. Und ihr habt halt Rupert, der wirklich unter seinem Onkel zu leiden hat, aber auch damit konfrontiert wird, wie Djinns halt so sind und wie man Wünsche auch interpretieren kann. Eigentlich möchte die Djinn ja eigentlich nur, dass er sieht, dass Leute kommen, denen ein Wunsch erfüllt wurde, die jetzt aber auch nicht glücklicher geworden sind dadurch und im Grunde genommen vielleicht sogar noch unglücklicher geworden. Aber nichts bringt Rupert erstmal so schnell von seinem Wunsch ab. Die Djinn hat übrigens auch noch ein ganz tolles Haustier. Sie hat einen Drachen, der auch sehr, sehr niedlich ist. So, meine Liebe. Ja, du fandest es kreativ. Du Ja. fandest, da waren tolle kreative Ideen drin. Das stimmt. Und du mochtest das Ende, was wir euch jetzt hier nicht erzählen Nein, können. das würde ich euch jetzt auch nicht Ihr erzählen. sollt es ja selber lesen. Lesen, denn selber lesen macht immer schlau und ist ja auch ein viel größerer Genuss, als wenn ich euch jetzt hier alles vorbete. Es ist wirklich richtig, richtig süß. Also ich mag auch das Ende total. Und vor allen Dingen, es ist so clever. Das hat mir wirklich imponiert. Sehr, sehr schön. Und beim Ende kann ziemlich viel verbockt werden. Also Ja. ich kenne ein Buch, das ist Schicksal, kein Kinderbuch. Das hat am Ende es so verbockt, dass sie von 5 Sternen auf einen Stern eigentlich runtergerattert ist Ja, also. auf meiner Skala, weil dadurch alles, was vorab gewesen ist, für mich kaputt gemacht wurde. Kam ich überhaupt nicht klar mit dem Ende. Und jetzt, ich mochte es bis zum Ende total gerne. Es wäre so ein schönes, tolles Buch für mich gewesen. Und dann wird alles auf den letzten 3 Seiten kaputt gemacht. Ja, Und das kennt ihr sicherlich alle. Ich habe auch schon Bücher gehabt, wo ich gesagt habe, oh Mann, bis zum Ende war das wirklich grandios und jetzt ist es so richtig vermasselt worden. Aber das fand ich hier nicht. Ich fand das Ende wirklich schön. Es wird zwischendurch richtig unangenehm, wo ich dann auch gedacht habe, Mann, ja, da muss auch was passieren. Da muss echt eins auf den Deckel kriegen. Aber ich bin ja nicht die Autorin gewesen. Ich habe ja nicht sagen können, okay, wir machen das jetzt mal gerade. Nein, da waren mir jetzt die Hände gebunden. Ich musste da jetzt einfach mit Rupert und allen Akteuren durch die Geschichte. Ja, aber. Kritikpunkt, Ja? soll ich Kritik, Ja, soll ich hier natürlich. weitermachen? Ja, bitte. Kritikpunkt ist, wie bei vielen Kinderbüchern, dass es leider für Kinder geschrieben wurde. Genau, und das hat mich echt ein bisschen auch geärgert. Ich würde mir so sehr wünschen, dass so kreative Bücher und auch die diesen vielleicht, ich will nicht sagen märchenhaften, aber zauberhaften Grundton haben, wo es auch vielleicht ein bisschen Magie gibt. Es muss doch nicht unendlich viel Magie geben, aber ein bisschen. Oder einfach mal kreativ und mit solchen Charakteren. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Aber es ist, darum weiche ich momentan auch sehr auf die Kinderliteratur aus, weil es für mich einfach wesentlich kreativer ist. Und ein Punkt, an dem du Anstoß genommen hast, war, dass er für Wünsche zahlen muss. Und das kennen wir zum Beispiel aus diesem einen Bollywood-Film. Solange ich da bin, du da bist, irgendjemand da ist, irgendwie, weiß ich auch nicht. Mit Shah Rukh Khan und mit Katrina Kaif und Anushka Sharma, also einer dieser Bollywood-Filme, da tauscht sie ja auch immer ein. Da sagt sie Ja, ja immer, jetzt weiß ich, welchen du in meinst. dem Moment, wo sie betet da zum Beispiel mal zu Jesus und wenn sie sagt dann halt, wenn du mir den und den Wunsch erfüllst, werde ich das und das in meinem Leben opfern. Und dieser Gedanke, wenn man sich mit Wunscherfüllung und so weiter Thematik beschäftigt hat, ich glaube, Dr. Joseph Murphy, Hat diese mehrfach eindringlich den Zeigefinger gehoben und hat gesagt, macht das nicht, geht keine Deals ein. Also sagt nicht, wenn der und der wieder gesund wird, dann würde ich dafür meinen linken Arm geben, denn es könnte sein, dass euch genommen wird. Also das sind so diese Deals, die hinken, das sollte man nicht tun. Und das ist so eine Sache. Ich bin aber auf der anderen Seite der Meinung, Wünsche braucht man. Das sind ja auch so ein bisschen die Motoren, die einen am Laufen halten. Wenn wir keine Wünsche mehr haben, wenn wir nichts mehr haben möchten, so in unserer Zufriedenheit vor uns hinschmuggeln, passiert halt auch nichts mehr. Und das finde ich jetzt ein bisschen schade. Natürlich, wir kennen es aus dem Märchen, wenn man Wünsche hat und vor allen Dingen, wenn man die Dämonen gegenüber äußert oder sogar mit dem Teufel einen Deal eingeht, das wird immer hart für denjenigen. Ja gut, aber es ist ja diese genaue Formulierung bei den Djinns.
wird ja auch teilweise... Aber es gibt dann noch eine Bestrafung. Also es kostet wirklich was, umso eher sie dann hingehen und sagen, okay, der Wunsch wurde erfüllt, ich unterschreibe jetzt, ich nehme das an. Ist es nicht so schlimm. Umso mehr man es rauszieht, umso schlimmer wird es dann. Genau, aber das ist halt eine Sache, die du nicht gut fandest. Ich weiß, dass du mir von klein auf an beigebracht hast, wisse, was du dir wünschst, denn es könnte dir gewährt werden. Ja. Das war immer einer der Sprüche, die das du mir eingehämmert hast. Das war die Liebe von Avalon, sehr schön. Und trotzdem ist es halt so, dass das, ja, es sieht ja so aus, als wenn was du dir wünschst, halt oftmals auch, wie du es ja eben gesagt hast, eher so sehen, dass die Leute ja auch unglücklicher teilweise durch ihre Wunscherfüllung werden. Und deswegen ist das ja eher ein, so kommt es jetzt für mich rüber. Wir hatten uns darüber noch nicht unterhalten, aber für mich kommt es jetzt eher negativ den Wünschen gegenüber. Dass es so eingestellt ist, eher. Das heißt halt, überleg es dir wirklich genau, formuliere ganz genau, sei dir wirklich sicher, dass es das ist, was du willst. Und sei dir auch sicher, dass es nicht schlimmer wird, als es vorher war. Sagen wir jetzt einfach mal Beispiel. Naja, gut. Also jetzt kein Beispiel aus dem Buch, nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel. Ihr seid einsam, ihr möchtet gerne Freunde haben, ihr gewinnt im Lotto. Auf einmal habt ihr ganz viele Freunde, wenn ihr Pech habt, und nicht nur viele Freunde, ihr habt auch irgendwann kein Geld mehr. Weil ihr diese Freunde unterhaltet, weil ihr sie mit in Urlaub nehmt, weil ihr denen noch irgendwas Schönes schenkt und dies und das und jenes und Party feiert, weil ihr glücklich seid, ihr habt jetzt Freunde. Letztendlich habt ihr keine Freunde, ihr habt nur Leute, die sich an euch bereichern. Und das sind halt so diese Tücken. Ich weiß es nicht, ich finde, Wünsche sind etwas ganz Wichtiges und es wird ja nicht immer etwas verlangt. Also, Djinns sind ja auch keine besonders freundlichen Menschen, denkt immer daran. Auch bei Aladdin, der Djinn ist ja auch im Grunde genommen immer darauf aus, im Grunde genommen seinem Herrn nicht zu dienen, sondern ihn loszuwerden oder ihn reinzureißen. Und ja, und ein Djinn kann halt auch nicht gegen seine Natur, weil er sonst auch bestraft wird. Ja, jedenfalls, es ist eine totale Buchempfehlung, ja. Auf jeden Fall für Magewesen. So, Preis ist 12,95 € und Seiten hat es 192 und es ist Alter ab 10 Jahre und wie gesagt, Ma hat 8 von 10 Sternen dafür gegeben, das ist ein 5 Sternebuch. Also wir machen es mit Punkten, weil es uns dann leichter fällt. Aber für euch, es ist trotzdem ein 5-Sterne-Buch. Und ich kann es euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr so etwas mögt, so ein bisschen. Also es ist nicht hier 1001 Nacht. Und ich mochte das auch, dass Rupert zum Beispiel immer erwachsen gekleidet ist, weil er vielleicht gerne erwachsen wäre. Also es ist auch nicht dumm dabei. Von daher kann ich es euch auch wirklich ans Herz legen. Ich habe mich köstlich mit dem Buch amüsiert. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja, und das war es auch für diesmal schon wieder. Bis zum nächsten Mal.